Ja, hier ist Ludo Experience und willkommen zu Let's Test I Wanna Be The Guy Fangames. Heute mit I Wanna Be The Poirier, keine Ahnung. Ich hab's zwar vermutet, als ich das Spiel angeschaut habe, dass das Französisch ist und das heißt auch im Französischen was, nämlich Lauch. Aber andererseits, wenn ich das sehe, dass... Was ist das denn? Oh, cool. So, jetzt darfst du langsam mal lecken. Außer er hat's gut gemacht. Na gut. Wenn ich sehe, dass das eben, ja, koreanische, schätze ich mal, Buchstaben sind, dann denke ich mir, dass es doch wahrscheinlich nicht Lauch heißt. Start, gain, delete, quit. Gut, dann wollen wir es mal starten. Moment, schon wieder der? Ja? Ach so, das ist Load Game. Ah. Das sieht mir verdammt nach dem einem Entwickler aus, der das an der mein letztes getestetes Spiel auch erstellt hat. So, aber so sieht... was war das? Es sieht mir ganz danach aus, als ob wieder das Teilset von I Wanna Kill the Guy benutzt wurde. Ja. Aber ich find's schön... Ah, auf den können wir laufen. Ich find's schön, dass es immer so dieses... diese kleine Explosion gibt, sowohl bei den Bullet Bills als auch hier, jedes Mal, wenn ich neu starte. Oh Gott, rutsche ich da schnell runter. Das ist der nächste Speicherpunkt. Das sieht mir so nach I Wanna Kill the Guy aus. Sorry, Junge oder Mädchen. Oh, ich zieh auch nicht über. Das ist so I Wanna Be the Guy. Kill the Guy. Moment. Wobei, das ist nicht I Wanna Kill the Guy. Hatte mal vielleicht gedacht, was anderes ausprobieren. Oh Gott, rutsche ich da schnell runter. Was ist mit denen denn los? Naja. Ich habe mir jetzt mal überlegt, wenn jemand wirklich so offensichtlich Sachen klaut, dass ich ein bisschen... What? Bisschen Punktabzug geben. Dankeschön, jetzt soll ich nochmal anfangen. Also Leute, ein bisschen was klauen oder unauffällig klauen ist alles in Ordnung. Aber so wie das hier ist, nee. Das ist ja sowas von offensichtlich. Und ich komme nicht mehr über den ersten, über den ersten beiden Screens hinaus. Andererseits, diese Dinger, die sehen zwar aus wie aus I Wanna Kill... Oh Gott. Es sehen zwar aus wie aus I Wanna Kill the Guy. Ein bisschen, wenn man flüchtig drüber schaut, aber die haben auch was anderes. Also, ich weiß nicht. Aber das Teilset ist einfach draus. Und das soll ein Laser sein, ganz klar. Dann färbt doch wenigstens... Oh Gott, wie soll man das denn? Gut. Dann färbt doch wenigstens die Plattform andere Farbe. Hä? Muss ich das verstehen? What? Ja, da kann man... da kann man gar nicht lenken. Okay. Hallo? Kann ich denn überhaupt irgendwann wieder mal lenken? Okay, ich kann mal wieder lenken. Das war dumm. Ja, das Fließband ist recht nett, aber... ansonsten... Ich finde auch den Hintergrund recht schön. Oh.
Na gut, jetzt sind die 5 Minuten sowieso um. Nein. Ich habe mir jetzt überlegt, ich spiele es ein bisschen länger an, weil in der kurzen Zeit, ich habe von den letzten 3 getesteten Fangames, waren 2 nicht im späteren Verlauf nicht so, wie ich sie getestet habe. Deswegen erweitere ich mal die 5 Minuten auf 10 Minuten. Oh Gott, was ist das denn? Das ist ja unmenschlich. Also so Vault Moment. So Vault Jumps, die. Was zum. Okay, wie macht man das am geschicktesten? Ich glaube, ich habe es nämlich schon, aber ich bin im Moment zu doof, das durchzuführen. Haha. Garantiert, wenn ich hochspringe, bin ich tot. Nein! Oh, das Ding überrascht mich. Okay. Ach, solche Plattformsprünge sind doch recht lustig. Nein, ich hätte es fast geschafft. Ja, ausgewogene Schwierigkeit. Wenn man sich nicht dumm anstellen würde, würde es funktionieren. Wenn man sich nicht dumm anstellen wird. Moment. Jetzt muss ich aber dumm anschauen. Ah ja, der Kopf wandelt sich plötzlich in einen ganz anderen Kopf. Mhm. Genau. Macht doch total Sinn, wenn man stirbt. Also, das war jetzt hier überhaupt nicht berührt. Was soll man da denn machen dann? Ja, okay, das war berührt. Aber zugutehalten muss man, dass es nicht leckt. Das heißt, er hat die Räume nicht so groß gemacht. Na komm her. Gut. Okay. So, jetzt kommen wir wieder zur lustigen Plattform. Da kommt garantiert ein Stachel hoch. Nein? Und was sollen denn... Ich wollte gerade sagen, was sollen denn diese ganzen... Ah, okay. Der sieht lustig aus, der Kerl. genau. Gott, wie soll man das denn... Kann es sein, dass dazu überhaupt nichts taugt? Weil ich meine, ich sterbe doch sowieso im Wasser hier. Es sieht zwar lustig aus, aber das war's auch schon. Ja, das sind wieder unmenschliche Sprünge. Gerade eben habe ich es auch hinbekommen. Und man rutscht an den Dingern so schnell runter. Wo war jetzt mein zweiter Sprung? Wo habe ich den verbraucht? Zu hoch. Okay. Nein. Moment, da war ich ja gar nicht gerade eben oben. Ich dachte mir schon, wieso schaffe ich es auf einmal nicht mehr, wenn ich gerade eben oben war. Haha. Hä, was soll das denn? Jedes Mal, wenn ich den Raum wechsle. Okay. Och nö, mach's doch nicht so offensichtlich. Nein. Irgendwie. Wenn du schon klaust, dann machst du wenigstens nicht so offensichtlich. Meine Fresse. Und diese Animation, die ist ja 1A, Leute. Alles, was recht ist. Ah, ich hab's zum Glitschen gebracht. Nein! Hab ich's zum Glitschen gebracht, oder...
das Ding einfach so geglitscht. So, ich glaube, die 10 Minuten sind mittlerweile um. Ich habe mir jetzt eigentlich schon recht umfassenden Eindruck von dem Spiel gemacht. Zumindest glaube ich das. Na komm her. Ach, was soll's. Ich muss noch später nachschauen, ob es tatsächlich von exakt dem gleichen ist. Der auch. Moment. Es ist von Goshu. Und wie hieß es? Ja, es ist vom gleichen. Also, es wundert mich nicht. Okay, dafür, dass es dein zweites Fangame ist, kann ich leider nicht so viele Punkte geben, wie ich geben würde, wenn es wirklich dein erstes wäre. Leute, macht doch wenigstens euer erstes zu Ende, bevor ihr euer zweites anfangt. Ich meine, das erste, das mag ja vielleicht total Mist sein. Aber dann macht doch wenigstens das zu Ende, damit ihr wisst, worauf es beim nächsten ankommt. Und da euch reinhängt. Bitte. Ja. Okay, ich gebe diesem Spiel folgende Wertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin.